Leute, hier sind wir wieder bei Desi in Chanarus und zwar immer noch in der Nähe von der TC Base. Wir sind gerade hier neu gespawnt, als Drop vor mir und wurde direkt von dem Wolf angegriffen. Hier liegt er und den gibt's hier. So, habe ich meine Gasmaske, ja. Und den gibt's jetzt hier zum Mittag, sag ich mal. Wie spät ist es? 12, oder? Ja, die Sonne steht zumindest auf 12. Wir haben immer noch vor, die gesamte Toxic-Zone hier oben mal durchzugehen. Ob wir es schaffen, ist eine andere Sache. Kannst du zwei lange Stöcke besorgen? Ja, besorge ich, also versuche ich gerade. Wolfssteak ist eine ganz feine Sache. Zwei lange Stöcke? Ja, das Fett auf jeden Fall mitgrillen. Passt wieder hier irgendwo rein. Einer für dich. Machen wir gleich die Schwarte hier. Drop hat er schon mal im Feuerchen gemacht. Alles schon vorbereitet. Wird ein bisschen gegrillt, dass wir uns ein bisschen stärken. Also, aber meine persönliche Meinung, ich finde das ja sowieso geil, wenn das Überleben extrem schwer ist. Ja. Es gibt da Leute, denen gefällt es halt nicht so. Aber das ist meine Auffassung vom PvE. Und deine so eigentlich auch, oder Rob? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, PvP gehört in erster Linie nicht. Ja? Du warst gerade abgehakt, musst dich wiederholen. Ja. Entschuldigung, ich finde, PvP gehört nicht zu DayZ. Also zumindest nicht Kill on Sight. Also einfach so wegknallen, wenn man jemanden sieht, ne? Gehört nicht zu DayZ. Man kann viel besser gemeinsam überleben als einsam. Und von daher ist so ein PvE-Server, wo man eben alles entdecken kann und erkunden kann, das ist geil. Das ist Survival Feeling pur und dafür ist ja DayZ eigentlich auch gedacht und gemacht. Na? Oder was sagst du? Na, ich sehe das genauso. Ja, ne? Leute, wenn ihr euch Fleisch grillt, packt's nicht in die Jacke, nicht in die Hose, sonst überhitzt ihr. Was in diesem ABC-Anzug sowieso schon schwer ist mit der Temperatur. Packt's in den Rucksack, da passiert nichts. Achso, achte drauf, das ist nur eine Umdrehung. Wie gesagt, denk dran, ne? Frechheit. An dein Fleisch nicht zu lange. Ja, ich weiß. Ja. Das ist halt geil, ne? So im Wald sagst du das? Du siehst das ja, wenn das ja umschaltet. Ist das nicht geil? Hier im Wald sitzen an der Tussi Base hinter uns eine Toxic Zone, eine verseuchte radioaktive Zone. Die ist da. Dort seht ihr das. Im Wald lauern Wölfe. Die erstmal gerade. Also, was mich jetzt aus der Bahn werfen würde, wenn neben den Wölfen jetzt noch ein, zwei Bären kommen. Ja. Dann geht's los bei mir. Ja, dann wird's Video beendet. Nee, dann machen wir einen Cut. Da geht's dann in der nächsten Folge weiter. Richtig, an der Küste. Wolfsfell kann man sogar gerben. Aus den Innereien kann man sich Seile herstellen. Ne? Also es ist wirklich alles Hammer. Und du kannst Wolfsfell nicht beim Trader verkaufen. Weil der Trader gehört nicht zu. Das muss ich nochmal erwähnen. Ja, ist ja gut. Reg dich nicht immer auf. Jedenfalls kann man anderes Fell beim Trader verkaufen. Ich habe es noch nie gemacht. Weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, ich bin ganz selten bin ich bei so einem Trader. Weil gehört halt für mich nicht zu DayZ dazu, man kann alles finden. Wer braucht denn der Zombie? Ach Sister, hast du mir das Zeug mitgenommen, den Injektor? Ja, habe ich. Guck, leg ich den mal hier hin. Ich muss mir mal so ein Stück Fleisch ins Gesicht werfen. Jo. Hab ich noch? Ja, passt. Haben wir alles gegrillt, oder? Ja. Leg das hier her. Oh, hier, wo ich stehe. Wo stehst du denn da? Okay, danke. Mal gucken. Ich hab's vergessen. Nein, nicht essen. Oh. Davon gegessen? Ja, überlebenswichtig, diese Injektoren. Ja, diese. Oh. Wie heißt das Zeug? Toxicure, ne?
Habe ich mein Messer hier hingeschmissen? Bayonetta hast du hingeschmissen. Verdammt, warum? Warst du geil im Wald ein Feuer schon machen? Wolf grillen. Schönen Wolf durchgrillen. Kann man die Eingeweide grillen? Nee, ne? Damit kannst du, glaube ich, nichts machen. Aus den Eingeweiden kannst du tatsächlich ein Seil herstellen, aber ich glaube, brauchst du noch Nähzeug. Also, Alter, das ist aber schon wieder grenzwertig. Das ist schon wieder makaber. Aus Eingeweiden ein Seil machen, Alter. Schon heftig. Ihr seht's, wir pimpen uns noch ein bisschen hoch. Das geht eigentlich schon. Also bei mir schaut es stabil aus. Vielleicht noch was trinken. Und so ist alles. Ein bisschen Vorbereitung, dann sind wir eine Minute in der Toxic Zone und müssen schon wieder raus. Dann ist alles kaputt, ja. Wenn wir einmal vom Zombie getroffen werden und direkt alles zerstört ist. Normalerweise müssten wir das Ganze taktisch angehen. Zombies rausloggen aus der Toxic Zone, aber die spawnen ja auch schnell wieder nach, ne? Ja. Halt. Sehr schwer. Sehr schwer, die Mod. Aber das macht's halt auch wieder geil, ne? Ich find's gut, ja. So, ich grill mir auch noch schnell ein Stückchen Fleisch für unterwegs. Und dann packe ich mir halt den Rucksack und dann können wir mal da reingehen. Ups, wo hab ich denn jetzt das Fleisch hingehauen hier? Also Codein-Tabletten, ja. Codein-Tabletten habe ich mit Tetracyclin, also Antibiotika-Tabletten habe ich mit, falls noch was ist. Und wir haben das Toxic Cure am Start. Dazu eine MP5 und eine Mosin und eine Axt. Ich habe, glaube nur die M4 und eine Axt. Ja. Aber ein Haufen Verbandsmaterial. Heute im Haus, also da in der Krankenstation. Hm? Und dann in die Garagenlagen noch so Erste-Hilfe-Dinger, weißt du? Nein, überall ja. Die Umhänge, Alter, was? Wie heißt denn der Scheiß? Die Verbände mitgenommen. Verbände, Bandagen. Vor allen Dingen, ich bin eh schon drauf mit der Maus. Bandages. So, Langstock nehme ich mit. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wo ihr DC lieber spielt, auf der Konsole oder am PC. Wenn ihr es spielt. Könnt ihr uns mal schreiben, ich blend dann am Ende vom Video und Rob seine Adresse ein. wollen wir es machen, ne? Machen? Geh mal rein. Warte, ich setze mir mal das Gerät auf. Wahrscheinlich die Gasmaske aufsetzen, verdammt. Vielleicht mal die Sonnenbrille absetzen. Vielleicht hilft's was. So Leute, jetzt geht's los. Sag mal, regnet das? Das klingt so, ja. Nein, als ob das gleich anfängt, als wenn ich so nach oben gucke. Übrigens konstant 120 FPS, wenn ich nach oben gucke. Ja, nach oben hin ist alles offen. Jedenfalls, es regnet, Rob, ich sehe es schon. Was denn? Kotzt mich gerade voll. Was machst du? Ich hab gerade, meiner hat sich gerade übergeben. Was hast du, ein Virus oder was? Wo bist du denn? Ja, ich hab Tabletten, hab ich. Ach, dort bist du. Ich hoffe halt, die helfen. Du wolltest das wieder unbedingt sehen, ne, wie ich mich übergebe, oder? Ah ja, das kann sein, wir haben diesen verstrahlten Wolf gefressen. Verdammte Axt, los. Hau raus. Das sind keine Smarties, eine dürfte reichen, ja. Hat irgendwas gehört? Ich nie. Lass mal weitergehen, komm. Ja, aber sowieso, los. Ich guck nochmal, ob ich nochmal irgendwas hab. Ihr könnt auch gerne, wir haben es schon mal erwähnt, Robs Discord joinen. Mhm. Oder beitreten, wie ihr wollt. Alter, wir brauchen ein Gebäude, bis der Regen aufhört. Ja. Sind immer durchnässt. Könnt ihr einen Discord joinen? Könnt ihr uns voll quatschen, wenn ihr wollt. Oder mit uns zocken. Wir zocken nicht nur DC, wir zocken auch andere Sachen. Ja. Und wir spielen auch nicht nur am PC, ich spiele zum Beispiel alle Konsolen, also Xbox, PlayStation, egal. Der Rob, PlayStation noch? Na, PlayStation, und halt über den PC, alles da, was so. Da steht Xbox direkt ein Zombie. Ja? Ja. Ja, hier und bald, ja. Lass uns stehen. Hier auch, Alter, hier sind ein Haufen Zombies. Eine Military Base. Ja, aber schon davor.
Rein ins Gas. Ich sehe hier. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe nichts. Da ist er. Natürlich auf mich. Brauchst Hilfe? Alles gut. Pass auf, da kommt der andere. Der klettert, der klettert mal. Kommt auch einer, ja. Klettert mal über den Zaun. Komm zu mir, Baby. Noch einer. Auch zu dir. Bleib immer mit der Maus hängen, Alter. Meins hast du? Immer schon auf den Kopf ziehen. Mir wird kalt. Verdammt. Alter, was stecken denn die denn weg? Ja. Nächste. Ja, mir wird auch kalt. Wir müssen unbedingt in ein Gebäude. Oh, da kommt auf mich. War ja nicht gerade ein Gebäude. Ja. Rob, wir gehen hier in das Gebäude. Sieh zu. Ja, ja, komme. Okay. I'm on the way. Natürlich. Ist die Tür auf der anderen Seite. Oh. Vom Zaun. Oh Mann. Oh was, noch mehr Zombies. Komm, mit, lass hier reingehen. Da wird uns aber nicht warm hier drinnen. Wir werden übrigens nicht mehr nass. Ah, wir können ja Klamotten auch nicht ausbringen, weil... Ja, wir sind in der Toxic-Zone. Dann sind wir weg vom Fenster. Warte mal, ich habe aber gerade eine Idee. Hast du deinen langen Stock noch? Nee, habe ich weggeschmissen. Probier mal, ich habe zwar noch den Virus. Warte mal kurz, ich muss meine Axt, glaube ich, reparieren. Nee, geht noch nicht. Ist erst abgenutzt. Bleibstein, ja? Ja, ich habe einen. Aber der ist auch nicht, der braucht auch nicht mehr viel. Warte mal, ich mach mal was. Zu viel Toxic Zone. Jetzt kommt hier Trick 17, ne? Hatte doch den langen Stock, ne? Den kannst du ja zerlegen, oder? Ganz genau. Zerlegen. Dann mit Hilfe von Rex kombinieren. Lagerfeuer herstellen. So, und dann können wir uns hier drin tatsächlich trocknen. Während der Zombie hier so schön reinguckt. Die können wir eigentlich von hier drinnen schön wegknallen, oder? Sag ja, mach ich auch gleich. Warte mal. Ja, wenn du rankommst jetzt. So. So. Lagerfeuer müsste gleich an sein. Mir ist kalt. Ja. Ich hab noch nee. Du hast echt drei Schölzer. Es wird aber nicht lange brennen, oder? Können wir ein paar Rex mit reinhauen? Ja, wenn du Rex hast, hau mit rein. Ich hab einen Haufen Verbände. Natur wieder hochgehen. Das ist eine Trainingssäge. Ja, geht schon wieder. Muss ich zerlegen? Na, Rex hab ich noch. Also, hab ich warte mal, ich stell hier noch ein paar dreckige Stofffetzen her. Rex. Hast du gerade gejammert? Ja, kann sein. Wegen dem Virus halt. Ich nehme auch gleich nochmal eine Tablette. So. Ja, Leute, ihr seht schon, wir wollten euch eigentlich zeigen, wie man mal so instant durch die Toxic Zone durchknallt. Mhm. Weil die erste bei Celedo Gors, da ist ja mal gar kein Widerstand. Da ist ein paar Zombies, die normal auch da sind, aber hier ist gerade heftig irgendwie. Ja. Das ganze Getier hier noch mit dabei. Alter, ist das Ü. Ach, jetzt gewittert's auch noch. Sehr schön. Alter, sehr, sehr was? Schön. Also müssen wir jetzt warten, bis der Regen fertig ist. Okay, dann würde ich sagen, gibt's hier einen Cut an der Stelle? Mhm. Und wenn der Regen vorbei ist, gehen wir weiter. Ja. Bis gleich. So, Leute. Ich glaube, wir verlieren Rob. Ja. Also, wir haben denn jetzt alles verabreicht, was wir hatten. Diese Radiation-Injektoren und unsere Tabletten, die Terazilin oder wie die heißen. Und der kriegt den scheiß Virus einfach nicht von der Backe. Aber ich werde es so lange wie möglich durchhalten. Ich glaube, ja, es geht dann immer ganz schnell. Wenn du gekotzt hast, ist schon, ist eigentlich nicht so gut. Das trotzdem hin. Und wie ihr hört, regnet es immer noch. Also es gewittert sogar. Oh, ich bin auch noch verschnupft. Bei dem Wetter wird es auch nicht besser.
gesagt, ich werde hier überleben. Im Virus. Ich würde mir mal einen Arm. Was haben wir denn noch? Hier eine Rauchvergiftung, da ganz liegen der Hütte. Na, da hätte ich es aber auch, oder? Und die Fenster sind ja auch auf. Alter, wie sehen eigentlich, wie sieht unser Gaszeug aus? Wir sind so lange schon hier, was sieht eine Gasmaske aus und sowas? Noch also makellos. Ich habe gerade geschaut, bei mir war es noch okay, alles. Ja, bei mir geht auch noch. Ich meine, abgenutzt geht schon, geht noch, aber beschädigt darf es halt nicht sein, ne? Beschädigt wäre dann echt schlecht. Also unbedingt, Leute, wenn ihr das spielt, Toxic Zone, schade, auf die Konsolen geht's nicht, das finde ich schade. Hm. Das macht das Spiel ein bisschen einseitig. Aber trotzdem ist es eigentlich auch spannend. Am Anfang, wir haben es ja früher auch ohne Mods gezockt, oder? Ja, definitiv. Jahrelang. Auf jeden Fall, wenn ihr in die Toxic Zone geht, wenn ihr das mal habt, so, dann nehmt unbedingt diese Injektoren mit, wie heißen die Dinger? Ich vergesse das immer. Toxic Cure heißen. Ah ja, genau. So grün-gelbe Stäbchen. Die sind überlebenswichtig. Cure for Toxic Sickness. Vor allen Dingen, ich habe eine Gasmaske auf und das Spiel bietet mir an, mich zu rasieren. Ah. Sehr geil. So, also mein gutes Zeichen. Mein Kreuz geht wieder nach oben. Also meine Gesundheit geht. Aber ein Virus hast du noch, oder? Viruszeichen ist noch da, ja. Das Armband an, was ich mir gemacht. Aber die Temperatur geht auch nicht so richtig hoch. Kannst fast. Oh, jetzt geht's hoch. Das ist eingesetzt, ne? Jetzt habe ich gleich die Klamotten alle zerrammelt wieder. Verdammte Axt. Jetzt zieh mal das Armband an. Sehr gut. Bin nee, da nicht raus bei dem Wetter weg. Ist okay. Nee, es ist verdammt, Leute. Was, wisst ihr, das, was war das? Ja. Der Thermometer war gerade rot, hat geblinkt. Weil du im Feuer standst, genau wie ich. Okay. Es ist wieder der Vorführeffekt. Willst du mal was aufnehmen? Das Wetter wird scheiße. So ein Dreckswetter. Eigentlich wollten wir das in einem Video erledigt haben, mal hier schnell die Base im Toxic gezeigt, was und. Mhm. Aber ist jetzt ja selber. Ja. Alter, das Shepard, ey. Na, ich würde sagen. Wir haben Virus, scheiß Wetter. Ich würde sagen, da beenden wir das hier erstmal, weil der Regen ist dauert nix. Noch ein Stück, ja. Ja. Und das nächste Video seht ihr dann vielleicht auf dem Rob seinem Kanal. Ja, mal schauen, wie muss man machen, ne? Oh, Algebitter. Discord und den ganzen Spaß, wie immer, in der Videobeschreibung. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, Leute.